Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DanielLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ein weiteres Eddie Winter Holoband, ne, zwei sogar, gefunden. Und ja, wir haben ein paar super Mutanten erlegt. Sie haben nicht gewusst, was auf sie zukommt. Und ich habe mich jetzt teleportiert und zwar ganz nach rechts. Rechts! Ich meine, in den Osten. Ach, hier ist er, okay. Und zwar, hier ist nämlich ein Polizeirevier und da müssen wir natürlich Wenn ich hin. Und Gänsehaut bekommen könnte, dann an einem Ort wie dem hier. habe ich nicht irgendwo so ein, habe ich nicht irgendwie so ein Rekrutierungsdingen aufgebaut oder so, damit hier mehr Siedler kommen? Aber hier ist noch gar keiner. Habe ich hier irgendwo einen schon gebaut? Das jetzt hier umsonst irgendwie so ein Teil baue, weil hier sind ja nur zwei. Die sind anscheinend immer weg, weil ich irgendwie, weiß nicht, Ding jetzt gebaut habe. Nehme ich an. Okay. Ich muss mal wieder ausschalten irgendwann. Einschalten. So. Haben wir genug Sachen, so wie Betten oder so was. Betten sind 9, Essen habe ich glaube ich schon mal alles hier mal irgendwann vorbereitet, ja. War es auch nett hier. Können ruhig mal ein paar Leute aufkreuzen hier. Außerdem ist halt gut beschützt mit 50. Also ja, wenn hier jemand kommt und angreift, ne? Wir sind schwierig. So. Das hat. Gut. Auf zum nächsten Polizeirevier. Ich weiß aber, ob ich schon als nächstes Level werde. Auch wenn ich das schon mal gemacht habe, weil es dann wieder zurückgenommen habe. Diese Dinger erinnern mich auch wieder. Jetzt seit wir in erinnert, spiele ich irgendwie sehr oft am Borderlands. Wenn man respawnt im Borderlands, da wird man irgendwie in so einem Kopierdingen hier gespawnt. Und was zum Baum fliegt der so tief? Da kommen auch immer so geile Sprüche. Sie leben nur einmal, nicht mit uns. Irgendwie so was. Viel besser. Da ist noch eine Rocket 69, ich meine Red Rocket Station. Auch nicht die aus dem Hauptmenü. Ich habe die Fernbeziehung mal mitgenommen. Dass sie Ruhe schafft. Da wird die Bild mit so was abstürzen, wie der fliegt. Was so? Was? Was ist das? Alter. Aggressetron. Ja, ihr könnt mir mal ruhig helfen, ja. Oh
Wo braucht ihr denn? Oh, das sind Roboter. Warte mal, du bist so laut. Entschuldigung. Sheriffdienststelle Nähend. Sieht alles grün aus. Kein Nähend. Entschuldigung. FEV? Wer weiß, an welchen kranken Projekten das ist. Hör, Aggressaton. Ah, Lorenzos Artefaktpistole habe ich mal zu Hause gelassen. Und was? Hund. Oh, was? Was? Wie, du schießt mich an. Oh. Warum? Der hat noch nicht mal auf mich gezielt. Du konzentrierst dein Feuer auf mich. Okay, dann ich auch auf dich. Und weg. Boah. Alter. So, hier war ich fertig. Gut. Oh. Hier ist auch irgendwie diese riesen Raider-Basis. Diesen Schiffsfriedhof, glaube ich. Ja, eine Red Rocket Raststätte war sowieso nichts, also nicht unbedingt den Aggressaton da triggern. Haha. Der Kampf gegen Roboter, ne? Wo ich hätte schon gern die Mods, ne? So gratis Mods. Was geht, na? So ein guter? Nö, du bist ein Wachhund. Töte Hund, töte! Ganz schnell, ganz schnell. Aber wenn ich ein bisschen mehr Stärke hätte, ne? Das Ding so überpowert. Take it away. Oh Gott. Ja, was ist denn da noch? Ja, die habe ich auch mal mitgenommen. Du schon wieder. Geh weg. Ah, ich hab genug Munition damit. Du hast echt Eier. Du hast echt Eier. Als der Person, die hier die ganze Zeit flüchtet, wie blöd. So. Und da ist der WTB abgestürzt. Mein Gott, was so? Ach, die sind da auch wieder gespawnt, super. Überlege ich immer für mich bitte. Au! Okay. Seid ihr nicht dieses Gebiet? Nee, was? Das von der anderen Seite diesmal, ne? Ja, kümmert ihr euch um die. Macht ihr das mal, ihr habt's voll drauf. Ihr könnt zwar nicht fliegen, aber ihr habt dicke Rüstungen, ihr schafft das schon. Wo ich glaube ich nicht mehr
mit euch mitfliegen würde. Ich bin schon überrascht, dass diese eine Story-Mission irgendwie, weiß ich nicht, dass wir halt überlebt haben. Jetzt sieht aus wie Vader. Hört auf damit. So, ich bin da wegen was anderem hier, aber es ist natürlich wieder alles Mögliche ab. Erstmal euch. Ja. Ich werde ja wohl hoffentlich irgendwie auch so einzigartige Dinger davon bekommen, oder? Den Tor sollte ich gerne. Das ist nur Kupfer, brauche ich nicht. Mini-Atombombe, okay. Ich glaube, ich habe hier ein Rüstungsteil mitgenommen, oder? Will ich nicht. Oder auch nicht. Gib mir die Erfahrungspunkte, jawohl. Kolossal. Den Aggressatron, da muss jetzt aber nicht unbedingt sein, finde ich. So. Ein Maler für flotte Herren, was? Vernichtet. Coca-Cola Kronkorn aus den Augenhöhlen des Opfers. Was? Nummer 5. Zwei fehlen noch. Nachricht an Sal Bascone. Wir beide müssen reden. Über Danvers, über diese Montrano-Scheiße, über alles. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Versuch, die Beziehung zwischen North End und South End zu verbessern, gründlich gescheitert ist. Ich übernehme natürlich die Verantwortung für das Verhalten meiner Jungs. Ich erwarte das Gleiche von diesem Volltrottel Montrano. Aber was war das mit Danvers? Ich weiß kaum, was ich sagen soll. Deine Leute haben den Laden in ein Schlachthaus verwandelt. Diese Leute sind tot, weil du den Befehl dazu gegeben hast, nicht ich. Und für das Ganze gab es für mich keinen Grund. Also treffen wir uns. Nur wir zwei. Reden wir darüber. Nenn mir einfach einen Ort und eine Uhrzeit. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Danke. Was ich mich jetzt frage, Nick wusste ja, dass er in jeder Notiz irgendwie so eine Nummer versteckt. Wenn er das wusste, warum wusste er nicht den Code direkt? Ich meine, woher weiß er das dann? Ist das irgendwie so sein Ding oder wie? Mir ein bisschen verdächtig vor. Na gut. Aber vielleicht interpretiere ich da ein bisschen zu hart rein. Okay. Ach, ein Brahmin. Oh, er ist weg. Was? Na gut. Da darf ich echt nichts entdecken. Das ist halt immer alles weg direkt. Was so? Was machst du denn da? Nein, nein, nicht einen meiner Versorger erlegen. Das ist Wahnsinn, verschwinde. Ja, meine Versorger können echt sterben, nämlich. Da muss ich wieder eine Versorgungsroute und so was alles hier einleiten. Da habe ich keine Lust. Man will ja nichts vergeuden, nicht wahr? Wow, wie schnell habe ich denn nachgeladen? Gute Arbeit weitermachen. Ich will nur ein bisschen handeln. Ja, damit.
So, danke. Weiterarbeiten. So, aber hier war ja nichts, ne? Gut, dann weiter. Was ist das nächste Teil? Da. Ist hier schon, jetzt sind da schon ein paar gekommen, geil. What's Haushaltselektronik? Und da war ich auch schon mal und habe auch nicht das Ding gefunden. Was zum? Das gibt's doch nicht. Wie kann ich schon so viel verpasst haben? Ja, Junge, mal. Wie ein Jumnio. Gib es doch nicht. Aber dafür machen wir das jetzt. Sieht nicht so gut aus, die Roboterrüstung, finde ich. Geht. Keine Ahnung. Für meine Klamotten schon sehr gut. Wird ja nur eine anständige rechte oder linke Beinrüstung, glaube ich. Wo sieht eigentlich auch gut aus. Ach man, warum sind jetzt... Macht die nur absichtlich. Jetzt hier irgendwie so Raider und alles aber hinpacken. Bei der Bank aufgeschlagen und zerplatzt. Wie so ein Ballon. So ein Wasserballon. Oh nein, nix da, sehr gut. Der sich eiskalt hoch, ey. Hey, er liefert sich hier voll Feuergefecht mit einer Person, die sich hinter eine blöde Laterne oder so schützt. So. Eine Holzkiste aus Holz. Das wär's. So. Ja, schon wieder mit dem Aufleveln, habe ich das Gefühl. Und was haben wir da drinne? AADTSL Regionalbüro. Sieht mir jetzt nicht so klein aus hier. Warum speichere ich eigentlich? Natürlich dauert mal speichern, wenn ich reingehe. Meine Güte! Aua. Kurz weggedreht, dann voll. Pff, gegen das Mikro gekommen. Ja, vielleicht ist er ja leer. Vielleicht haben die ja nichts beschützt. Sieht jedenfalls nicht so aus. Wäre auf jeden Fall sehr gut. Okay. Da kommt jemand. Da sind viele. Warum ist hier jemand tot? Hat jemand die Dinger nicht richtig getestet oder was? Ja, vielleicht das schon aus. Gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Oh Mann, hoffentlich sind's nicht wieder wilde Ghule. Schaltkreise, was verdammt. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich.
Ich muss mit dem Jet aufhören. Jetzt fang nicht an, durchzudrehen. Da hat jemand Sparta. Was zum? Guck dich mal an. Nur ein Geräusch. Hey. Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Kannte man nicht jede Sekunde irgendwie was sagen? Denn ich war hier. Oh. Da. Geschafft. Jetzt nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Ich bin verrückt, ich schwör's. Scheiße, was war das? All dem Zeug hier könnte man ein tolles Wochenende haben. Detective Valentine. Nick, hör zu. Es tut mir leid. Du hast jedes Recht, wütend zu sein, aber bitte glaub mir, ich hatte keine Ahnung davon. Operation Winters Ende war mein Baby. Ich habe daran geglaubt. Ich glaub noch immer daran. Sie haben uns alle belogen, auch mich. Ich wurde heute Nachmittag informiert, da haben sie mir alles erklärt. Die ganze Sache. Winters Deal mit dem Staatsanwalt. Seine Abmachung, die anderen Familien ans Messer zu liefern. Seine Idee, die Holobänder aufzunehmen und alle seine Partner zu belasten. Und dass sie eine echte Untersuchung mit einer echten Sonderkommission brauchten, damit es so aussieht, als stünde Winter im Fadenkreuz. Das alles gehört zu ihrem Plan, Nick. Wir können nichts mehr tun. Winter war ein Spitzel für die Typen aus Washington. Er hat direkt dem AADTSL Bericht erstattet. Ist alles in den Akten vermerkt. Für seine Zusammenarbeit bekommt Winter volle Immunität. Es ist vorbei. Operation Winters Ende hat sofort sämtliche Ermittlungen und Operationen einzustellen. Die Sonderkommission ist hiermit aufgelöst. Wir haben unsere Rolle gespielt, Kumpel. War zwar nicht die Rolle, die wir erwartet hatten, aber sowas passiert eben. Jetzt sind wir nicht mehr als eine Kiste im Archiv. Nick, hör zu. Alles, was passiert ist, mit Winter, mit Jenny, kein Mensch sollte sowas durchmachen müssen. Du brauchst Hilfe. Das Boston PD hat mit den Eierköpfen vom CIT zusammengearbeitet. Irgendein neues Programm, das sie entwickelt haben, um Traumata zu behandeln. Gehirnwellen scannen oder sowas in der Art. Ich besorge dir die Kontaktdaten. Du meldest dich da. Das ist dein Befehl. Okay. So was dazu zu sagen? Psst. Ich bin ganz Ohr. Hey, Valentine. Wie läuft's mit der Jagd nach Eddies Bändern? Da ist nichts. Ich bin noch auf der Suche. Lass mich einfach wissen, wenn du sie gefunden hast. Welche Bänder hat sie gemein? Okay. Was ist los? Jemand da? Gut. Ich glaube, da draußen ist wer. Ich glaube, ich beende den Part aber hier schon mal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play. Boah, lass mich da sitzen. Oh, nein. Scheiße, das sieht noch im Hinterhalt aus. Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Das wird dich nervös machen. Schätze